zurückmelden. So, willkommen zum vierten Let's Play von Lego City Undercover. Ja, und hier sind wir wieder. Ja. Schneller mit Controller wechseln mal wieder. Ah, jetzt sind wir aber trotzdem gleich. Ja, ich habe mich vorher umgezogen. Bevor du die Aufgaben also gestartet hast. Ich habe hier ein paar Dinge gesammelt, weil wir das hier aufbauen wollen jetzt. In Wunschbrunnen. I don't know. Der sieht ja geil aus. Oh, je lecker der Kampf. Hey! Klatsch! Ja, Schlittschuhläuferin war hier drin, ne? Ja, krass. Oh, es ist in meiner Tasche. Da steckt der Tag auf der Eifel, geil. Ja, weiter ist nichts. Weil die Pulsen nicht damit arbeiten. Wow. Unfassbar. Aber das sind keine echten. Ich weiß genau, dass ich es hier. Aber eigentlich müssen wir ja hier rüber. Ja. Tut mir leid. Ja, und dann Weg steht. Das ist ein Notfall. Ich fast so eine Irre. Ich bin dran. Du hast keinen Knicker. Da ist jetzt dann so, wenn der so schafft. Ja, schon. Oh ja. Steig ein. Nee, ich glaube, man braucht, muss das lösen. Dann geh mal rein, ob du es lösen kannst. Eben nicht. Hast du Glück gehabt, ey. Bei den wollte ich eigentlich kapern, der zum Polizeieinsatz. Jetzt erst zu lösen, löst man den. Ey. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Der Bluebell National Park. Geil, ich bin nicht fahren. Stimmt ja gar nicht. Ich habe hier drin fest. Wenn durchgeglitzt, was soll das denn? Ja klar, jetzt bist du in die Fahne, aber ich nicht. Ich bin irgendwie durchgeglitzt. Ich warte ja, geh du mal zum Dings. Ich muss auch zum Schalter. Da ist schon der Zug. Ich warte hier. Da oben ist er. Hm. Zum Bluebell National Park. Musst du fahren. Einfach durch die Scheibe gesprungen. Ja, wer ist der? Die Ladezeiten gehen. Und da sind wir am 4-4. Da müssen wir anders lang. Ja, hier ist das Spurensicher. Ne, ist was anderes. Die Fähigkeiten haben wir noch nicht, die wir da brauchen. Ja. Ich denke mal, die Rückkehr ist nicht hier drin. Ich bin gerade in der Nähe. Da ist es hier oben dran. Falls da was ist. Los geht's, Spots drauf machen wir leider. Knappig schon mal auf den Fall, ja. Hast du genau? Nee. Siehst du doch. Aber es sind mal Kreis bei diesem Rätsel, guck mal, geil, oder? Ich hab hier was gefunden.
Was war denn das denn? So ein Superstein. Und ich hab rausgefunden, was die Supersteine bewirken. Hä? Das ist diese. Der kleine Superstein gibt 5000 und der große bringt 10.000. So eine Dinger. Ja, mich nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. Ja. Ja, klar. So schnell gibt's Pause. Ja. Habt ihr euch gewundert, warum die Pause so kurz war? Der hat der Mischbedacht da oben müssen. Dann großer. Ja. Ah, naja. Ich wollte eigentlich immer mit dem Kopf gefangen. Jetzt kannst du da hoch. Nein. Das geht natürlich hoch. Ja, das ist doch 34.000, sagen wir 34.500. Ja. 44. Ja. Also 10.000. Der macht 44.400. 1000 sogar nur sind da. Also weniger sogar. Passt schon. Ja. Wahrscheinlich erst, wenn das hier gemacht wurde. Aber immer ein Traum, wie er immer. Wie es sich gehört. Aber wenn wir jetzt in der Mine sind, die haben keiner immer. Aber ja, was machen wir da nur? Aber ich glaube, wir kriegen einen Helm, sobald wir die Bergarbeiterfähigkeit bekommen. Da müssen wir leider erstmal sprengen, damit wir da ran können. Ja. Ich geh mal erstmal zur Quest rein. Weil wir wissen nicht, wie lang die ist. Hier meinst du ja? Ja. Hast du ja automatisch mit reingeholt. Finstere Mine in der Mine. Ja, klar. Was? Das wird auch klar. Finstere Minen in der Mine? Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh, kannst du dich verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er! Puste ihn weg! Ja, ja. Mit dem Dynamit! Oh. Du hast so Kuckuck! Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal! Dynamit ist nicht zum Spielen da! Doch! Zieh dir Schutzkleidung an! Aye, aye, Sir! Ich habe das ist extra aus der Junior-Tüte, habe ich jetzt gesagt. Also, da haben wir doch damit gespielt, und du passt auf, oder mit dem Witze, die er sich danach anhören musste. Mir der Vorarbeiter wohl allein. Du kannst schwimmen. Das ist der starke Dein Newberry. Hat man jemals rausgefunden, warum diese Typen die Ausrüstung geklaut haben? Keine Ahnung. Vielleicht planen sie ihre eigene Mine. Damit kann man ja nur graben. Idioten. Hey, hey, was ist mit dir los? Hier? Sparen und das ganze Erz entholen sollen. Och Mann! Die Gleise sind noch nicht fertig. Wie soll ich die Lore mit dem Dynamit bewegen? So ein Mist aber auch. Hab ich doch gleich am ersten Tag die ganze Anlage angelegt. Der schläft einfach. Mit da hat sich alles komplett verklemmt. Nee, der schläft nicht. Das sieht nur so aus. Der Silberblock steckt so fest.
man ihn da raussprengen muss. Na toll, und wie soll man das machen? Vollpfosten? Dann habt ihr Kind, die irgendwie mehr zur Hand gerade. Wer sind die Bauarbeiter, ihr oder wir? Die, eigentlich. Dann gib uns einen Helm und wir helfen nach. Da muss mal ein Knacki ran. Na! Es ist eine Welt, aber wir konnten hier drin schon wechseln. Das ist auch komisch. Wie mein? Es ist eine Welt wieder. Da oben. Dabei. Ja. Normalerweise kann man dann erst ins zweite Spiel wechseln. Nicht das, was wir schon haben. Das kann man auch. Das muss man auch während der. Auf der Hut und dann bumm, kriegt man den fallenden Schuh auf die Birne. Wir müssen Kraxler einsetzen. Pete hätte in diesem Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anschaut. Hier muss es lang. Hier geht's lang. Mein Soll schaffe ich diesen Monat locker und mit dem Bonus lasse ich mich dann im Wellnessladen ordentlich verwöhnen. Oh, hier ist noch gut. Wegen dem Enterhaken. Du kannst dich auch wieder runter seilen und dann schwingen. Ich wurde katapultiert. Da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Ganz bestimmt. Wir brauchen mal einen Gangster. Boah, du musst doch nicht wie ein Weltmeister da hämmern. Freigeschaltet. Chase McCain, Bergarbeiter. Ich kann jetzt Dynamit benutzen. Das wird ein echter Knaller. So, ich trage Helm. Ich auch. Bonk! Ich spalte dir den Schädel. Nase. Jetzt kann der Chef kommen, gefangen und rein. Genau. Also brauchen nicht rummeckern. Weil die Belehrung muss uns nicht antun, wie auch bei solche Sachen. Dass auf der Baustelle Helme zu tragen sind, das ist Vorschrift und so weiter. Ja. Hab doch gesagt, du sollst dir dein eigenes Dynamit suchen. Weiß ich euch noch um das hier? Ja. Ob mir der Vorarbeiter wohl erlaubt, etwas Dynamit zu bauen, um damit den. Der Silberblock steckt so fest, dass man ihn da raussprengen muss. Wir rammen sich dagegen, dann springt er auch hoch. Wahnsinnig, mit Rex. Meine Lore sitzt fest, solange die Gleise nicht repariert sind. Unfair ist das. Ja. Wir haben das mal zum Reparieren. Kriegen die nicht so alleine in diesem Fall. Nee, siehst du doch. Wenn wir das Ding da nicht das rauskriegen, können wir den Kran nicht den benutzen. Haben. Das kannst du nicht haben. Ich brauch mein Dynamit. Aber wenn du die Gleise reparierst, darfst du den Wagen schieben. Der Silberblock steckt so fest. Oh, jetzt haben wir das. Ja, klar, man muss hier noch bezahlen. Ey, wir haben auch lange Beine. Hä?
Jetzt war Lor. Ich hab doch gesagt, du sollst dir dein eigenes Dynamit suchen. Halt die Klappe, sondern das kostet sogar wirklich Stuff. War nicht viel, oder? Das heißt? Deswegen habe ich keine Erinnerung. Wenn wir das Ding da nicht rauskriegen, können wir den Kran so nicht benutzen. Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. Alles gut, Bams! Und wie hast du viel immer repariert? Ah, meine Lore sitzt fest! Solange du hast die Gleise repariert! Beste Freunde für immer! Ach, halt die Klappe, sonst knall ich dir eine mit der Herr Spitzhacke! Der ist der Synchronsprecher von Police Academy. Der, der hier? Der eine Verrückte da. Dieser, der die Läden ausgeräumt hat immer. Den hört sich da an. Mann, kannst du mal zu hier? Nein! Und das ist ja Chef Sie. Dann gibt's Ärger. Ja. Oh, gut. Ich werde bereits erwartet. Nick! Schnapp du dir den. Ja, ich weiß genau, von Bauarbeitern. Von Minenarbeitern, nicht ja. Bauarbeitern. Das scheint mir eine Felskante zu sein. Nein, leider nicht. Er hat hier seinen Presslufthammer stecken gelassen. Der hatte aber nicht gerade gute Qualität. Nee. Einschlagen mit der Spitzhacke und der war futsch. Ich muss den näher haben. Will ich in Amazon gekauft. Da muss gesprengt werden. Okay, wo habt ihr den gekauft? Genau. Da muss gesprengt werden. Hier oben ist wieder was. Oh, ist das dämlich. Er kennt mir die Zähne nicht auf. Ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Dann haben wir Meister entlöst. nicht ganz richtig. Oh, ist das dämlich. Da merkst du noch nicht mehr. Super. Dass er entblößt wurde. Fühle ich mich gleich sicherer. Hoffe, meine Krankenversicherung deckt das ab. 3. ja, klar. 2. Ah, ich war nicht bereit. Doch, warte! Aus. Au! Mein Kopf fühlt sich an, als hätte ihn jemand als Rambock benutzt! Ich würde mich wundern, wenn das geöffnet wurde. Die bei dem Outfit. Oder aber kurz im Weltkopf. Ja. Wieso war das da überhaupt? Weiter, mein Kopf. Nach einer Weile gewöhnt man sich fast an den Schrecken. Ich war noch nicht bereit. Doch, warst du. Wann geht das in den Dropper? Hoffentlich kommen wir nicht beim Erdkern rum. Ich will nämlich nicht geröstet werden.
Und wir haben das sogar voll. Ja. Durch den Dropper. Durch den Dropper waren wir also, haben wir das sogar voll. Wie geht's dir nicht? Billiger Werkzeug, Blub! Das ist gut. Du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Nein. Nö, was ist denn das, ein Aufzug? Schon die Treppe hoch. Ja, was ist denn ein Aufzug? Und außerdem, ist der überhaupt funktionstüchtig? Da muss der Typ gleich mal ran. Also den anderen Kram, was wir hier gesehen haben, ist der Typ durchgefallen. Und das nicht zu knapp. Es sind keine Werkzeuge oder sonst was mehr, die sind alle durchgefallen. Die Sauerstoffflasche war ist auch durchgefallen. Also, keine Ahnung. Ja, warum setzt ihr den Helm jetzt auf? Also ab. Achso, du warst da, den Helm abgesetzt hat. Der Superbau wäre doch jetzt was. Die Dinger sind klasse. Ach Mann. Eine Bergbahn. Wir sollten schon letzte Woche. Hey, gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht an. Die ja, die sind hart. Heftig. Gestern noch gesammelt habe, ist alles schon wieder verbraucht. Schon wieder futsch, ja. Nein, durch den Brunnen gehen wir leider. Für 15.000 und jetzt hier das für 22. Da brauchen wir mal einen Fährtenleser. Wenn der Chef nicht guckt, dann setzt ihr den kurz ab. Der hier pennt, das ist der Chef. Ja, das ist der Chef, der pennt. So verdienen wir Geld, ey. Im Schlaf. Ja. Göttlich im Schlaf. Wir brauchen einen Bankräuber. Aber vorher wird hier erstmal der Typ mal aufgeräumt werden. Du guckst hier nicht so rüber zu mir. Hier ist nichts. Wir müssen nur gucken, ob da hinten ein Schrank hier aufgeräumt ist. Und? War er aufgeräumt? Tausender war das, oder? War er aufgeräumt oder war er nicht aufgeräumt? Kein bisschen. Sauerei. Der pennt noch. Kannst den Helm absetzen. Ja, die man in den Kopf oder so. Ja, klar. Helm aufsetzen. Tut mir leid, Mister. Im Nickerchen ist gleich vorbei. Musst du es sogar machen. Vorher kannst du das hier nämlich. Wow, der hat aber einen tiefen Schlaf. Im wahrsten Sinne des Wortes hat er einen tiefen Schlaf. Der hat den Gehörschutz schon eingebaut. So wie, wie jemand anders? Ja. Oh oh, das bedeutet Ärger. Oh, die habe ich runtergeschmissen. Machst du nicht nochmal entkommen? Das ist hier lohnt wieder. 10.000 habe ich von der gesammelt. Aber jetzt ist drin versteckt. Ja,
Nächstes Mal, wenn ich eine Spritztour mit der Lore mache, sollte ich aufpassen, dass der Vorarbeiter nicht mitkriegt. Jetzt muss ich eine Doppelschicht schieben. Wir bräuchten mal wieder die Fähigkeiten eines Polizisten. Ja, ja. Ey, Kollege, warte auf mich. Keine Fackel. Der Vorarbeiter wollte mich sicher nur. Wir brauchen eine Fuse. Als er sagte, das ist, das ist nämlich eine Fuse. Hat mich da was berührt? Au, auf die Schnauze gefallen. Das ist schon eine Fackel. Nicht lange fackeln. Ich baue den Media Player, was daneben, ja. Hm? Ah, das Ding ist begrenzt. Gute, ehrliche, mannhafte Arbeit im Schweiße des... Lunte anzünden und Abstand halten. Weite Fuse. Stimmt's? Blam! Da muss schon wieder der Räuber ran. Ich dich schmiere. Ja. Ah, ein Vögelchen oder ein Sperr. Wo ist denn das Vögelchen? Genau, auf die Leiter. Da war wirklich eine Vögelchen. Ja, das ist... Ich hatte da was dagegen. Hier muss schon wieder der Räuber ran. Der athletische Räuber. Jetzt nehme ich noch ein Vögelchen. Ich glaube, du hast wirklich eine Böse Mütze gehabt. Superstein. Steine und schleppe Felsen von A nach B, da darf ich doch wohl abends mal die Füße hochlegen. Die gibt's aber ganz schön viele, die oder? Deswegen auch das teure. Der Boss hat gesagt, dass wir schon 6 Tage keinen Unfall mehr hatten. Vielleicht brechen wir diesmal sogar den Rekord. Ihr werdet aber gleich noch ein paar reden. Kabum! Wenn der Helmut gewonnen ist, kriegt er wenigstens das Helmut. Au. Das war einfach nur dafür da, damit man die Dinger zusammensammeln kann. Damit das nicht so teuer ist. Wir müssen eine Kiste finden. Auf keinen Fall. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Das wird schon werden. Oder auch nicht. Pass mal auf. Boah. Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Oh. 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 Au! Das sollte ihn aufhalten! Träumt weiter, du Punk! Beine dran, Arme dran, Kopf dran! Immerhin bin ich noch in einem Stück! Ja, klar. Werdet ihr alle so zusammen gepuzzelt. Ja, klar. Bist du baden gegangen? Ja,
Haha, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Ja, das Vögelchen. War das eine böse Miezekatze? Au, das hat wehgetan. Ich glaube, da war auch eine böse Miezekatze. Noch mehr Schurken. Stinker muss in der Nähe sein. Hast den Übeltäter schon verhaftet, ja? Der uns mit Steinen beworfen hat. Wurde von einem Häftling verhaftet. Ein Häftling, der haben verhaftet. Er hätte seine Strafe dadurch nennen. Hat er auch. Noch ein Jahr. Nee, die wurde negiert, die Strafe. Die Strafe wurde negiert. Na, hier unten muss man stehen. Ja, wer bewirft mich da jetzt hier gerade? Keine Ahnung, wer dich bewirft. Da oben war einer, ich hab gesehen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Oh Mann, was, das ist alles so billig hier. Ja. Die fahren hier an jeder Ecke. Aber an der falschen. Ja. Hier war nichts, oder? Außer das hier. Der liegt ganz schön. Schubs! Runtergeschubst. Au, du hast mich mit umgeworfen. Wird mal wieder etwas TNT gebraucht. Ich glaube, ich brauche gerade den Automaten. Da ist TNT. Das war das Vögelchen, ja. Das bringt nichts. Ich hab schon was gesprengt. Ich hab das schon gesprengt, was zu sprengen war. Geht's hier jetzt weiter? Ach so, du musst das Katapulten benutzen, um weiterzukommen. Keine Ahnung, was man hier braucht. Keine Ahnung, was man hier braucht. Du auch nicht, oder? Also, wird nicht angezeigt. Wir haben die Fähigkeit noch nicht. So.
Wir brauchen ja einen Räuber. Immer kalt. Und was ist drin? Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Ja, und wie? Macht nix. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Lass ihn. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Oh, hey! Au! Au! Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Danby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich habe nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia. Du bist meinetwegen hier? Nein. Er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat... Da habe ich nicht verstanden, was sie gesagt hat. Dann solltest du erst mal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Von Blue zu Bluebell. Eingeschaltet, Guy Newberry. Das erste Mal, dass wir das hier geschafft haben. Lego City Held heißt das. Tess McCain? Für uns beide. Natürlich die Geschichte fortsetzen. Nicht wahr? Ja. Also, wann willst du den Kampf-Typ nennen? Nicht wahr? Kapitel werden wir hart. Fahrt auf hart kommt. Hey Chase, was hast du in der Mine herausgefunden? Dass ich kein guter Kämpfer bin. Bitte? Rex war dort. Er hat sich Stinker vor mir geschnappt und mich dann noch K.O. geschlagen. Puh, und was willst du jetzt machen? Schnurstracks zum örtlichen Dojo gehen und trainieren, damit ihm das nicht noch einmal gelingt. Okay, ich ruf Frank dann nochmal an. Hat bestimmt sein Telefon verloren. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt erstmal. In welchem Jahr sind wir denn überhaupt hier? Wieso? Ah, da oben ist schon das hier, oder? Einmal mehr noch. Ja, ist auf jeden Fall auf der Insel. Ja, dann würden wir erstmal sagen, das war's dann erstmal für das Video und wir sehen uns im nächsten. Und tschüss. Ciao.